Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Heute möchte ich auf eine Zuschauerfrage eingehen, die uns in einem der letzten Videos gestellt wurde. Und zwar, Herr Kettner, von welchen Münzen würden Sie überhaupt abraten oder was können Sie mit keinem guten Gewissen empfehlen? Und deswegen sprechen wir heute über 5 Münzen, von denen wir auf jeden Fall abraten würden, beziehungsweise 5 wichtigen Tipps. Und zwar Tipp Nummer 1, ich denke, da wird Ihnen der Großteil der Community recht geben, halten Sie die Finger weit weg von irgendwelchen Teleshopping-Münzen. Und zwar hat einer unserer Mitarbeiter uns nahegelegt, dass er vor kurzem einen Teleshopping-Sender gesehen hat und dann festgestellt hat, eine 200stel Unzen Goldmünze gesehen zu haben für 50, 60 Euro. Ja? Ob das denn, wie das sein kann, dass diese Münzen so entsprechend hoch bepreist sind. Natürlich muss man zu den Teleshopping-Sendern sagen, dass es oftmals so ist, die arbeiten mit einem Faktor von 8. Das heißt, das 8-fache des Produktes muss verdient sein, damit Teleshopping oder diese Sender und entsprechend die Anbieter genug verdienen, damit der ganze Aufwand sich rechnet. Deswegen, wir empfehlen ganz klar, von solchen Produkten die Finger weit wegzulassen. Das ist oftmals mit zu einer hohen Kalkulation bepreist, dass Sie wahrscheinlich diese Münzen nie wieder loswerden. Den zweiten wichtigen Tipp, keine Abo-Münzen kaufen. Ich möchte jetzt keine Händlernamen am deutschen Markt nennen, die sowas seit langen Jahren machen und damit groß geworden sind. Ja? Aber tun Sie sich einen Gefallen und kaufen Sie sich keine Münzen in einem Abonnement, wo Sie mit dem ersten Produkt noch gar nicht wissen, wie die Preise vom dritten, vierten, fünften Produkt sind und wo Sie vielleicht irgendwann auch nicht mehr ein Widerrufsrecht haben. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wenn Sie was kaufen, kaufen Sie peu à peu und kaufen Sie nichts, wo Sie in einen Vertrag eingehen und langfristig keine Planbarkeit oder keine Flexibilität selbst besitzen. Der dritte Tipp kommt von mir persönlich. Ich weiß, ich werde jetzt viele negative Kommentare dafür bekommen, aber Euro-Münzen. Ich bin der Überzeugung, dass Euro-Münzen sich auf demselben Weg befinden wie beispielsweise der Markt der Briefmarken. Ja? Euro-Münzen sind natürlich schön und man kann das auch sammeln in seinen Sammelalben, aber aus der Wertsteigerungsperspektive hat man hier weniger Möglichkeiten als am Anlegermarkt, denn die Zielgruppe für Anlagemünzen ist viel größer als bei irgendwelchen Euro-Münzen. Natürlich ist es so, wenn das Ihr Sammelgebiet ist und Ihr Hobby ist, dann ist dagegen auch nichts einzuwenden, denn Sie werden immer den Wert haben, den die Münzen besitzen. Wenn Sie eine 2-Euro-Münze haben, haben Sie mindestens 2 Euro Nominalwert. Natürlich ist es aber so, wenn Sie für so eine Münze 100 Euro bezahlen, dass Sie damit rechnen müssen, dass 98 Euro futsch sind auf gut Deutsch, wenn Sie keinen Abnehmer finden. Jetzt kommen wir zum vierten und vorletzten Tipp. Wenn Sie in historische numismatische Münzen investieren, da reden wir von Münzen, die geschichtliche Hintergründe haben, die Sie vielleicht nicht kennen. Es ist ganz gefährlich, ohne die Geschichte recherchiert zu haben und ohne sich mit Numismatikexperten, und zwar mehrfach mit Numismatikexperten unterhalten zu haben, gefährlich in diese Münzen zu investieren. Denn hier sind die Handelsspannen einfach wesentlich größer, da wenn es beispielsweise nur eines dieser Stücke gibt, keine vergleichbaren Produkte gibt. Und deswegen rate ich Ihnen, kaufen Sie nur das, worüber Sie sich belesen konnten oder Informationen einholen konnten, die Sie auch bestätigt bekommen haben. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Wir treffen bei uns im Onlineshop eine ganz konkrete Vorauswahl von Münzen, die Sie jederzeit mit gutem Gewissen kaufen können und auch selbstverständlich wieder an uns zurückverkaufen können. Sie haben bei uns die Garantie, dass Sie alle Münzen jederzeit wieder verkauft bekommen. Das ist ganz wichtig. Und dann sind wir schon beim fünften Tipp. Der fünfte Tipp von mir ist ein wichtiger Tipp, der in Deutschland seit dem Jahr 2014 erst hochgekocht ist, und zwar ist es die Mehrwertsteuer. Achten Sie bei Silbermünzen speziell darauf, dass Sie, wenn es jetzt keine Sammlermünze ist, unbedingt Münzen mit Differenzsteuer sind. Ja? Und achten Sie im Goldbereich darauf, dass Sie auch mehrwertsteuerfrei einkaufen. Denn es gibt auch Medaillen, die haben 19% Mehrwertsteuer. Namhafte Händler machen irgendwelche Gedenkmünzen am deutschen Markt zu Weihnachtsmärkten oder anderen Situationen. Diese Münzen haben 19%. Das bedeutet für Sie als Privatkunde, kaufen Sie die Münze und verkaufen Sie einen Tag später wieder zum gleichen Preis, verlieren Sie die 19% Mehrwertsteuer. Das sind meine 5 Tipps für Sie. Ich hoffe, es waren einige Anregungen dabei, die Sie zum Nachdenken bewegen. Und wenn Sie Fragen oder Tipps oder Ideen haben, schreiben Sie es gerne hier unten mit rein. Mein Name ist Dominik Kettner. Sie erreichen mich telefonisch auch unter der Hotline, die hier eingeblendet ist, genauso wie mein Vater. Wir beraten Sie gerne, damit Sie diese Fehler nicht machen. Und es lohnt sich immer, den Hörer in die Hand zu nehmen. Damit haben schon viele Kunden Geld gespart oder auch auf lange Sicht vielleicht sogar die richtigen Produkte gekauft und damit Geld verdient, wenn das Ihr primäres Ziel ist. Ansonsten abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, lassen Sie uns einen Daumen hoch hier und schalten Sie auch das nächste Video wieder ein. Bis bald, auf Wiedersehen.